Heute ist hier in der St. Jakobskirche eine Fensterandacht zu erleben. Ich bin Horst Leischner, einer der beiden Pfarrer hier der St. Jakobskirche. Und wir freuen uns sehr mit der ganzen Kirchengemeinde und der Stadt, dass die Nordfenster nun saniert sind. Die waren bis jetzt immer noch der Außenwitterung ausgesetzt und ziemlich schadhaft. Und so wurden die Fenster demontiert, in der Glaserwerkstatt Buhlich in Schwarzenberg gereinigt, neu mit Blei wieder eingefasst und jetzt wieder sind sie angebracht und da freuen wir uns sehr drüber und das feiern wir heute auch mit dem Bachchor. Ich freue mich, dass die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung hier einen erheblichen Beitrag leisten konnten zur Sanierung der Nordfenster. Wir begleiten St. Jakob seit sehr, sehr vielen Jahren, unter anderem auch bei der Sanierung des Glockengeläuts, des Glockenstuhls, der Südfenster und der Chorhauptfenster. St. Jakob liegt uns sehr am Herzen. Es ist ein Ort des Glaubens, des Gebets und auch der Symbolik der Stadt Köthen. Die Innensanierung war schon eine schwierige Aufgabe. Auch jetzt nochmal das Geld für die Fenster aufzubringen, hat alle Beteiligten gefordert. Aber viele haben Verantwortung übernommen, die Sparkasse, die Stadt, Lotto Toto, sodass durch die Hilfe vieler es möglich war, auch diese dringend erforderliche Fenstersanierung auf den Weg zu bringen.